Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Videoreihe von mir. Diesmal geht es um JavaScript. JavaScript ist eine Sprache, die im Webbrowser clientseitig aufgerufen wird und ist dafür da, um beispielsweise dynamische Inhalte anzuzeigen. Das gibt uns den Vorteil, dass wir die Seite nicht immer zum Beispiel neu laden müssen, sondern Funktionen einfach direkt live mitgeladen werden. Wie das Ganze funktioniert, möchte ich jetzt in dieser Tutorial-Reihe halt ein bisschen erklären. Und ich würde schwer behaupten, wir fangen erstmal mit den Basics an. Ich möchte jetzt kein Hello World Programm oder sowas machen, das ist ja erste Klasse. Ich möchte gerne mit Variablen anfangen und eine kleine Berechnung machen und die dann in einem Spawn-Objekt beziehungsweise allgemein in einem HTML-Objekt dann anzeigen lassen. Wie das Ganze aufgebaut ist, seht ihr jetzt. Entweder wir können uns unseren Skript im Head-Bereich aufrufen, dann wird der Skript vor dem Laden aller Elemente aufgerufen. Das kann man machen, wenn man zum Beispiel Sicherheitsfunktionen oder sowas mit einbauen will, die bevor überhaupt die Seite gerendert wird, schon aufgerufen werden. Ansonsten führen wir die Skripte alle unten unter dem, also am Ende des Bodies aus. Wir haben hier oben unsere HTML-Elemente und ansonsten führen wir darunter dann das aus. Das bedeutet, die Seite ist bereits geladen, die Elemente sind alle schon vorhanden und wir können dann in diese Elemente uns nachträglich diese Daten reinschreiben. Ganz normal wird ein JavaScript über das Skript aufgerufen, also wenn wir das einfach so schreiben. Skript und hier müssen wir es wieder schließen. Ansonsten kann man auch hier einfach ein Skript mit einbinden. Also man kann zum Beispiel sagen, rel ist gleich mein Skript.js. Damit kann man diese Funktion in verschiedene JavaScript-Dateien auslagern. Dazu in einem späteren Video dann nochmal mehr. Ansonsten möchte ich jetzt heute, wie gesagt, dieses eine Tutorial zeigen, wie wir eine Variable vom JavaScript in ein HTML-Objekt reinschreiben und dieses anzeigen. Normalerweise, wenn wir hier zum Beispiel eine 5 reinschreiben, dann kommt in unserem Browser hier auch eine 5 an. Jetzt möchte ich gerne diese 5 aber vom JavaScript generieren lassen. Das geht relativ einfach. Wir sagen hier var. Var ist sozusagen die dynamische Variable für alles Mögliche an Datentypen, die wir haben. Also ihr könnt da Integer, ihr könnt da Floats reinschreiben, ihr könnt dort Strings reinschreiben. JavaScript ist nämlich so schlau, es erkennt selber, was für ein Datentyp es sich handelt, je nachdem, was für Daten ihr eintragt. Schreibt ihr also 0,025 ein, dann weiß... Also wir müssen natürlich hier den Namen vorher schreiben und hier die Zuweisung. Name ist gleich 0,025, bedeutet gleich direkt, dass wir hier ein Float hier haben. Wenn wir schreiben, var Name 2 ist gleich Hallo, und ich vergesse immer das Semikolon irgendwie, also ich weiß auch nicht. Dann wissen wir ganz genau, dass Name 2 ein String ist und das weiß JavaScript auch. Das heißt, wir können jetzt theoretisch uns die Mühe sparen, erstmal einen Datentypen auszusuchen, das übernimmt JavaScript von selbst. Was auch noch ganz cool ist, ist die Funktion mit dem concat oder concatieren, glaube ich, heißt das. Das ist, wenn wir verschiedene Variablen zusammenfügen. Einerseits wird das bei Textvariablen nicht funktionieren, bei Zahlvariablen wird das nicht funktionieren. Also zum Beispiel können wir Hallo und dann dahinter zum Beispiel nochmal einen String hinterschreiben. Das funktioniert. Wenn wir jetzt aber so hier bei der 0,025 nochmal etwas dazu schreiben wollen, dann wandelt der diesen Float in einen String um. Gott, jetzt möchte ich gerne das einfach mal hier durchführen. Wir wollen eine kleine mathematische Rechnung durchführen. Wir wollen jetzt die 5 dort oben anzeigen lassen, allerdings, wie gesagt, vom JavaScript. Und um das noch ein bisschen genauer zu erklären, möchte ich jetzt gerne dazu noch eine kleine mathematische Rechnung dazu machen. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier zwei Variablen, die wir zum Beispiel plus rechnen lassen, hinzufügen. Ich sage jetzt einfach mal var1, das ist jetzt wirklich sehr blöd, ist gleich 2. Und wir sagen var2 ist gleich 3. Dann brauchen wir jetzt, entweder können wir das jetzt zusammenschreiben und sagen dann, die 5, die da oben steht, die ist var1 plus var2. Oder wir sagen hier einfach nochmal Ergebnis ist gleich var1 plus var2. Jetzt ist die Ergebnisvariable 1, also var1 plus var2, was halt 2 plus 3 ist. Relativ simpel.
Jetzt müssen wir aber, damit wir wissen, wo wir es reinschreiben wollen, irgendwie einen Selector finden. Und das machen wir damit, indem wir Objekten, HTML-Objekten zum Beispiel, eine ID verpassen. In dem Fall ist es relativ einfach. Wir sagen jetzt einfach mal hier Spawn und dann geben wir der ID Ergebnis. Ja, ich glaube, Ergebnis. Das können wir leer lassen. Slash Spawn machen wir wieder zu. So. Und hier soll jetzt unser Ergebnis reingeschrieben werden. Das funktioniert mit document.getElementID. Und dann können wir das mit Text-Content sozusagen einfach reinschreiben. Das heißt, wir schreiben jetzt hier Document. Oh, er findet das, glaube ich, nicht. Dokument. Nee, schade. GetElementById. Und jetzt müssen wir den Selector auswählen. Also wo wollen wir das reinschreiben? In dem Fall hier unser Ergebnis. Und mit diesem, also wenn wir jetzt hier hinter den Parameter schreiben, was wir zum Beispiel haben wollen, in dem Fall jetzt gerade Text-Content, da können wir jetzt sozusagen auch viele verschiedene andere Sachen auswählen. Zum Beispiel Color, Punkt oder Background Color oder Text-Color oder was weiß ich. Da sind es euch keine Grenzen überlassen. Das solltet ihr auf jeden Fall im Internet nochmal nachgucken, was für Selektor, was für Parameter man hier noch angeben kann. So, und jetzt übergeben wir einfach den Wert, den wir hier schon errechnet haben, Ergebnis, und alles wieder mit dem Semikolon zu. Und wenn die Seite jetzt aufgerufen wird, dann kommt hier gleich eine 5 rein. Einmal hier kurz Proof of Concept. Jetzt kommt hier die 5. Wir können aber auch zum Beispiel sagen, hier, wir wollen jetzt 5 plus 3 rechnen, ergibt 8. Dann haben wir hier eine 8. Ich hoffe, dieser kleine Anfang hier konnte euch weiterhelfen. Im nächsten Tutorial geht es um Funktionen. Also da lagern wir sozusagen diese ganzen Berechnungen oder den ganzen Kram, den wir hier haben, in verschiedene Funktionen auf. Und dazu werde ich nochmal ein Parameter für die Funktion anwenden. Also zum Beispiel Funktionen dynamisieren, damit die halt mehrfach genutzt werden können. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, Fragen in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim selber ausprobieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.